hier das Tor, so, das zeigt er mir an. Genau, der zeigt dir doch ein Kreuz beim Körper an, oder was? Ja, da ist sein Torso getroffen worden, ja, anscheinend. Und den kann man aber jetzt nicht heilen, irgendwie, oder was, oder wie? Wenn du da kein Kreuz reinmachen kannst, kannst du nicht heilen. Dann ist er, das war's, ein schwerer Treffer, ja. Ist ja nur ein Tier 3 Bett. Ach so. Das heißt, du machst jetzt folgendes: Wir tun einfach ein bisschen cheaten. Komm raus aus dem Bett. Ja. Geh hier in den Rover rein. Drück I. I drücken. Hab ich. Jetzt machst du dein ganzes Zeug. Du bist jetzt in das Vehicle. Move all. Deine ganze Ausrüstung. Komplett ausziehen. What? Passt ja. Waffe auch? Auch dein anderes Jut, ne? Waffe auch. Waffe auch? Okay, jetzt nach draußen gehen. Warte. Jetzt bleibe ich so, oder was? Ja, geh raus aus dem Rover. So, jetzt spawn ich das wieder, genau. Genau, jetzt bist du wieder gesund gespawnt. Den Schlipp. Man darf die auch anlassen, das ist ja interessant auf jeden Fall. So, jetzt kommst du gleich wieder. Das ist ja gut zu wissen, so. Wie lange dauert das, bis ich wieder da bin, denn? Normalerweise geht das schnell. Ich bin Seraphinstation, steht hier. Oh nein, hast du dich nicht richtig eingeloggt? Doch, hatte ich. Hab's doch angenommen da, den Scheiß. Ja? Wirklich? Ja. Warte mal, jetzt will ich mich umbringen. Jetzt muss ich auch nochmal testen. Warte mal. Jetzt bin ich nackt und ohne Vermögen in der Station. Warte mal, jetzt will ich mich auch nochmal umbringen. Nee, du bist wieder hier. Doch, ich bin hier. Er hat bloß Medical-Station angezeigt irgendwie. Warnung. Kunde! Jetzt kannst du wieder rauskommen. Bist du auch auf, das geht wunderbar, siehst du? Jetzt bist du wieder schnell geklont worden und bist wieder hier. Star Wars the Clone Wars. So, okay. Jetzt kannst du deine Sachen wieder anziehen und deine Waffe. Ja, wieder anziehen, ja. Das ist ja gut zu wissen, ey. Ich dachte, ich soll jetzt so bleiben. Ich bin alten Klatu. So geil. Zieh dich mal aus und dann wird er fertig gemacht. Der wird einfach so wieder geschossen. Das ist geil. Ist das ein Rucksack oder was? Das Backpack? Wieso habe ich da zwei davon eigentlich? Ne, weil ich auch noch was reingelegt habe im Rover. Ach so, okay. Ich habe den also. Ah, die Waffe? Hat er die jetzt ausgerüstet, die Waffe eigentlich? Nee, das soll er noch nicht da hingeschmissen haben. Gut. Das mit rein. Helikitten. Mit rein. Irgendwie lädt er jetzt hier mit dem Ding so scheiße irgendwie. Ja, beim nächsten Mal nehmen wir einen kleinen Container mit. Ein Traktorbeam und kannst du dann richtig hier looten. Oh. Wir haben hier einen Container unten stehen. Ja, von dir denn, genau. Ja, wir haben gerade was in Osarobe reingeräumt ins Inventar. Was ist denn das für ein Zeug? Cruise Lux, was ist denn das? Was macht denn das? Effekt, Hypertrophie, Hyper. Was? Kannst du Durst und Hunger mit? Achso, ja, genau. Hyper-Dingsbums da, ja. So, brauche ich irgendwas noch? Ne, ist das alles jetzt hier aus den Ursachen? Brauchst du keine. Hä? Den Rest heben wir von den Feinden auf. Machen Rover dann wieder zu, wenn du mit runterkommst, ne?
muss ich mir aber erst noch ausziehen. Ich da runtergehe. Stehst du? So. So, warte mal, jetzt hat er wieder diesen Laggy wieder. So, wo ist denn der scheiß Fahrstuhl jetzt hier? Der kommt gleich hoch. Okay. Alle tot. Alter. Alle ausgezogen, alle tot, ja. Erstmal ein paar Leichen hingelegt, ja. Das muss doch einer mitnehmen, ja. Das ist auch gut. Ich nehme das ja jetzt noch auf. Diese erste Aufnahme habe ich jetzt weggeschmissen, ne? Oder habe ich jetzt. Die mache ich nicht, ne? Aber das kommt auf jeden Fall rein. Zieh dich mal auf. Oh Mann. Okay. Das ist genau wie bei Hitler damals. Scheiße, ganz geil. Alter. Oh Mann. Ja gut, das wird natürlich eine Schneiderei wieder, ich seh's schon. Ah, hier liegt noch ein MG rum. So. So. Na, kommen die Gegner wieder? Ja, einer stand hier gerade noch. Ja, noch einer. Ah ja, die sind wieder da. Wie so ein Mongoose. Lass mal den Loch. Nicht, dass die Leiche hier noch einblutet. Aber es ist praktisch halt da so ein Roboter, dann, ne? Die haben auch unterschiedliche Klamotten immer, ne? Ab und zu mal, ne? Ich suche einen mit so einem besseren Helm, da haben wir noch einen. Oh, da ist noch einer. Oh, was denn jetzt? Ja, tut oder was? Der leckt gerade wie Sau, was ist denn jetzt? Wieso öffnet sich das Inventar jetzt? Guck mal, der Leichen geht tot. So. Voll die Leichenberge hier. Die leben noch halb, ey. Such einen, der so einen geilen Helm hat. Da waren noch zwei. So, dann. Will man langsam alles verpacken? Ich brauche unbedingt noch irgendwie so einen Anzug hier. Oder wenigstens einen Helm. Der Helm ist ja, scheiße. Steck dir doch einen ein. Nimm die Leichen mit. Was sind da genug drin? Willst du haben? Ja, ich will eigentlich so einen Helm haben, so ähnlich. Warte mal, was hast du da für einen Helm? Ist überhaupt ein Verbündeter hier? So, am besten wäre so einer wie Zaro, so ähnlich. So also Zaro. Den kann man auch kaufen, den ich hier habe. Ja, naja, hier oder hier einen von, oder ein hier wie Fireblade, der sieht auch ganz gut aus, der vom Fireblade. Ja, der hier sieht doch cool aus hier, der hat, siehst du denn? Sag ich mal den, wie sieht denn der aus? Was ist das denn für ein Helm? Scheiß Panz. Ja, der ist gut, nimm den. Naja, und gleich den mit. Das aussieht. Rennt mit der Leiche nicht um, ey. Zack, Alter. Oh, Gegner. Okay.
hätte auch einen guten Helm. So, aufpassen. Kann man die Leiche auch einpacken? Was ist denn da für ein Tool? Das habe ich doch vorhin auch ausgerüstet, oder nicht? Was für ein Platz ist denn das? Ja. Was war das? Sagt ein Multitool. Muss ich aber direkt ausrüsten, ja, als Waffe bestimmt, ne? Ja, ja. Die Seitenwaffe bestimmt. Mhm. Gut, Zaros, hast du jetzt die Leiche schon weggeschickt? Die liegt hier jetzt. Die wird hier nicht sauer. Da liegen auch noch zwei mit der gleichen Rüstung rum. Ja, dann die nehmen wir alle mit. So. Ausgezogen. Ich nehme mal die Kiste auch gleich mit hier. Die hat die Leiche ausgezogen. Wie bei dir vorhin. Das ist nicht okay. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. verlass den Rover. Ich will keine Flecken im Rover. Das war so falsch. Ja, ja. Jetzt bist du aber wieder hier, komplett gesund, weißt du? Ja. Na dann, ab geht's. Aber in der Kiste ist aber gar nichts drin, ne? Ja, da müssen wir jetzt mal alles vollräumen. So, ich muss mich ja auch wieder komplett ausziehen, bevor ich die Klamotten da tausche, ne? Ah ja, genau. Kommt hier mit, den wollte der Klato haben hier. Achso, ich muss ja hier drinnen mich ausziehen. Genau, den legen wir gleich mal. Aber da muss ich ja jetzt... Bitte mal wiederbeleben. Da kriegt der Klato einen Zombie, ey. So, denn... Warte mal. Vehikel, genau. So, die Waffe brauche ich ja nicht wegnehmen, ne, wenn ich mich umziehe, ne? Oder? Nee. Da komm. So, nee, das nicht. Denn Loot. Wieso kann ich jetzt nichts anklicken? Hey. Aber du kannst ja schön. Kannst du schön hier so snipen, weißt du? Oh, die Türme sind wieder aktiv hier, oder was? Warte mal. Der in der Mitte hier brennt noch. Was, Drag Body? Ist das Drag Body? Ne. Da kannst du mitnehmen, mitziehen. Ach so, ja, aber ich will jetzt die Klamotten, wie? Was muss ich denn da drücken? Open Inventory. Du gehst auf Loot, ne? Ja. Du kriegst auch so ein Ding, genau. Oh, ich weiß nicht, ob du jetzt stirbst, ne? So ein Loot-Menü. Ja, genau. Wo du halt so Waffen und sowas siehst. Und da gibt es irgendwo so ein unten so ein Icon. Also ich muss Loot drücken. Ich glaube, so ein gelbes Icon ist da. Wenn du darauf drückst, dann solltest du wechseln in den Anzug. Also, dass du halt den Anzug siehst. Gelbes Weapons. Unten rechts. Unten rechts ist ein Equipment. Ah, hier, dieses gelbe Dings. Swap Review. Genau. Genau, Swap drück mal drauf. Swap Review habe ich jetzt gemacht. Und jetzt siehst du ja den Anzug und die Rüstung, den er trägt, ne? Ah, Turm ist kaputt. Ja, das. Oben. Und du tauschst jetzt den Undersuit mit deinem Undersuit. Dann tauschst du die kompletten Rüstungen beide. Jetzt habe ich das andere Menü aber wieder auf. Ist ja geil. Siehst du mich, Zaurus? Ja. Ich bin jetzt auch mit Klatsch im Rover dann. Ja. Genau. Jetzt habe ich hier alles drin. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich das angezogen schon, oder was? Oder noch nicht? Ja. Ja. So, gucken wir mal. Oh, was waren das? Auf 4, ne? 4, genau. Jetzt müsste ich ja aussehen wie ein Krimineller, ne?
Aber die Rüstung ist doch assi da, was er da hat. Die Rüstung finde ich jetzt scheiße. Finde ich ein bisschen hässlich. Da muss ich nochmal eine andere Leiche. Oder muss man uns ja noch im Fahrstuhl gucken? Da sind ja noch mehr drin. Hat der noch einen anderen Anzug? Oh, ich brauche einen anderen Anzug. Ich finde das mit dem komischen Ring da, das ist kacke. Was machst du denn mit der Kiste da jetzt? So, eine scheiß Anzüge hier. Oh. Ich kann das Bike einfach mit dem Tankerstrahl greifen. So, das war's. Warte mal. Ey, aber das verstehe ich doch gar nicht, Zaus. Du hättest doch das normalerweise einfach so tauschen können. Du hättest, achso, weil du deine Waffe wolltest. Du wolltest ja deinen Anzug noch behalten. Genau, das ist doch gut. Aua. Sehe ich denn jetzt aus, ey? Natürlich auch gut aus. Haben wir jetzt noch andere Standorte, wo wir da abräumen können? Oder weil hier gibt es doch nur immer diese Standardzeug hier, ne? Ja, also wir nehmen das ja eigentlich auch mehr so für die Waffen, die man hier findet. Ja, die Waffen, also hier, gute Rüstung kannst du dir auch kaufen. Ja, aber die Waffen waren jetzt auch nicht so der Hit, sag ich mal, ne? Was wir da jetzt hatten. Ich hab jetzt keine Unterschiede gesehen, waren immer die gleichen Waffen oder nicht? Naja, klar, weil zum Beispiel, wenn du hier so ein FS9 oder sowas findest, das kannst du halt auch nicht kaufen, ne? Das kannst du hier nur looten. Sag mal, wo ist jetzt eigentlich meine Puls hier hin? Kann man auch Seitenwaffen... Ja, ich auch. Kann man, Seitenwaffen auch kaufen, oder? Ich ja, kannst du auch. Ich bin gebackt. Oh nee, na super. Scheiße. Ja. Ich fall ganz tief weg. Was ist der Fahrstuhl? Geht ganz schön runter hier. Ja, kannst du jetzt eigentlich nur ausloggen, ne? Ne, umbringen. Ja, fließt natürlich die Sachen. Muss ich ausziehen, ja, ne? Erstmal. Nein, die sind dann so oder so weg. Fireblade. Muss ich jetzt ausziehen, ne? Alter, kann ich gleich mal diese Wiederbelebung ausprobieren? Outlaws steht hier. Gibt's auch richtig, so eine Panzer oder immer oder diese Fahrzeuge? Aber gibt's da mehrere Möglichkeiten? Panzer gibt's auch. Oh, was war das denn? Bin ich schon wieder tot? Hört sich schon interessant an, auf jeden Fall. Ich bin gestorben. Ach, weil das Krankenbett besetzt ist, ne? Nö. Nee, ist keiner drauf. Da liegt deine Leiche. Ach, du bist so schlecht außen gespawnt. Und dann gleich erstickt. Ja, okay. Aber ich bin schon. Sitz schon. Jetzt bin ich aufgewacht. Alter Schwede. Die Luke nicht mal zu. Doch. So, okay. Zieh ich mal schnell ein anderes Hit an. Gut, hab. Bin. Gut. Wir da. Hat der noch was drin, was man gebrauchen kann?
kriegt man jetzt eigentlich Geld? Kriegen wir jetzt überhaupt Geld dafür, für die ganze Nummer hier, oder? Was verkaufen, oder was? Man kann die Sachen, glaube ich, auch verkaufen, ja. Aber hauptsächlich eigentlich eher durch Looten von Schiffen. Wie Looten von Schiffen? Also was da drin ist, oder was? Also, ja, die können halt Fracht haben, die kannst du dann halt einsammeln, wenn du sie abschießt. Ja. Und dann verkaufen gehen. So, kann einer mal hier die Herkules aufmachen? Ja, bin unterwegs. 200 Meter. Nicht im Dings gewesen? Nee. Läuft ja noch vorbei, ne? Ist ja nicht wahr. Na los, lauf, 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 lauf. Teuer ist so ein Schiff hier? Welches? Das jetzt hier zum Beispiel, wie teuer wäre so ein Schiff? Die A2 ist teuer, ja. Für echt Geld ist sie teuer. Nee, wenn du die mit Spielwährung holst, meine ich. Das heißt, glaube ich, auch 34 Millionen Credits oder so, ne? Wenn nicht sogar noch mehr jetzt. So, dann packen wir mal das ganze Zeug hier rein. Zu hier. System. Na dann. Mit deinem Puls liegt irgendwie noch in 363 Meter Tiefe. Stell wird mir angezeigt. Naja, dann liegt sie da halt. So, dann bringen wir das Zeug mal nach Seraphim. Aber welches Zeug denn? Ich meine, die Wachtkiste liegt ja auch noch da in der Basis. Ach so. Die war aber auch leer. Achso, die war leer. Na dann. Die Leiche liegt da. Die Leiche liegt immer noch drin. Männern, fliegen wir hier ab hier. Ich hab mal noch eine Bombe abgeschmissen. Wieso hatten die Reno keine Power gerade? Was ist denn da los? Die was? Warum hat die Waffe jetzt keine Power zum Ballern? Kann die Bombe hat direkt getroffen. Kann die Waffe bewegen, aber schießen tut die nicht. Hab ich irgendwas vergessen einzuschalten oder was? Waffe, kannst du bewegen. Hast du ja, hatte ich vorhin auch. Da war ein Scheißschiff hier, was er hat. Musst du mal P drücken, Waffe deaktivieren und wieder neu aktivieren. P. Mit P wie Papa. Müsst du dann theoretisch neu laden. Die Waffe. Ich muss nicht. Ich glaube, ich muss.
gar nichts. Dein Pult ist auch dunkel irgendwie. Ja, die hat schon einige Beschädigungen mitbekommen hier. Der Herkules. Kann ja gleich nochmal ein anderes Schiff zeigen dann. Wieso ist ein Daemar jetzt rot eigentlich? Ist das normal? Nee, ist nicht normal. Ist ein bisschen nach Seraphim. Na dann. So, du musst noch das ganze Zeug verstauen, dann zeig ich dir noch ein paar Schiffchen. Dann haben wir schon mal den ersten Tag geschafft. Star Citizen. Würde ich mal sagen, ne? Klar, du? Ja. Oder willst du noch weiter abspacen? Ja, du wolltest schon aufgehen, denn, oder was, oder wie? Ja, ich geh dann auf, ja. Hab morgen noch was vor. So. Kannst du noch ein paar NPCs killen, ja, mit Klad oder? Mit Matteo. Ich will dann sonst auch noch aufhören. Ja, den mach auf. Sarah ist ja morgen nochmal da, ne? Das will ich auf jeden Fall, ja. Ja, bei mir wird's dann höchstens abends. Naja, das wäre bei mir dann auch so die Zeit. Ja, gut. Was ist denn vormorgen? Feierblitz. Na, mal rüberfahren nach Jashian, ein bisschen was einkaufen. Achso. Wie weit ist das bei euch da bis dahin? Ist doch nicht weit. Boah, ne? Ich fahre 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Was hast du alles noch für Schiffe, Zarus? Ja, hauptsächlich halt Jäger. So. Wenn es Multicrew-Schiffe sind, halt so nur für so 2-3 Leute. Ja, doch eine Redeemer, die ist auch gut. Kann ich dir jetzt auch nochmal zeigen. Okay, alle aussteigen bitte und Zeug einräumen. Tut euch das ganze Zeug, was ihr eingesammelt habt, aus dem Inventar von den Rover und vom Schiff hier, alles rüberziehen in das Stationsinventar.